Erstmal wünsche ich mir, dass man sich hier mal hinstellt und sagt, es tut mir leid. Ja, das finde ich auch richtig krass, wie die Regierung an keiner Stelle, wirklich also nachweislich, nicht nur bei Karl Lauterbach, der sich ja die ganze Zeit widerspricht bis heute, das ist ja komplett absurd, was er macht, sondern auch unsere Regierung, die es maßgeblich verbockt hat, nicht nur bei der Beschaffung des Impfstoffes, sondern bei tausend anderen Gelegenheiten auch, dass es keinen Moment gab, an dem es eine Entschuldigung gab. Ja.